du, ich, dieses Video, das ist die richtige Entscheidung gewesen. Aber wenn du es geguckt hast, dann schau doch mal bei Meinungsmache vorbei. Da gibt es jeden Tag neue Informationen aus den Nachrichten und aller Welt mit politischen Themen. Oder vielleicht beim zweitklassigen Reaktionskanal. Denn wir haben so viele Reaktionen, dass die halt nicht auf den Hauptkanal passen. Also guck da gerne vorbei. Und jetzt weiter mit dem Video. Cut! Selber schuld, wenn man sich so zeigt. Let's talk about victim blaming. Bitte benehmt euch. Ansonsten würge ich euch. Und ich meine nicht dieses irgendwie würgen, sondern aus dem Chat rauswürgen. Get it? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie im letzten bereits angekündigt, reden wir diesmal über Titten. Und da, wo die herkommen, da gibt's später noch mehr. Also bleibt unbedingt dran. Inspiriert wurde... Mit was für Maschen wird jetzt hier versucht, Aufmerksamkeit wieder auf sich zu erregen? Wurde dieses Video diesmal von Kommentatoren wie dem lieben Helmut hier, der scheinbar bei T-Tech eine kleine Victim-Blaming-Schulung gemacht hat. Selber schuld, wenn man seinen Körper so präsentiert. Macht hat. Aber natürlich, der arme Helmut, das hätte mir doch bewusst sein müssen, dass ich mit meinem Aussehen deutliche Signale sende. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass sie nicht ficken will? Das konnten sie nicht wissen. Das konnte keiner wissen, so wie die angezogen war. Der Mann ist schwer traumatisiert, ja? Frauen, die sich aufreizend zeigen, haben also, zumindest nach Helmuts Meinung, eine Mitschuld daran, wenn sie belästigt werden. Aber warum? Ist das wirklich so? Und was hat diese Denkweise für gesellschaftliche Auswirkungen? Und vor allem, was kann diese Dynamik in einer betroffenen Person auslösen? Ich denke, jeder, der mich kennt oder mich schon länger auf Social Media verfolgt, weiß, dass meine Schminke und auch meine Outfits kein Uiuiuiui, ich habe Minderwertigkeitskomplexe und will nur Männern gefallen Hintergrund haben, sondern Kreativität und Statements ausdrücken. Ja, tut mir leid, liebe Männer, das ist jetzt ein ganz schlimmer Moment, aber es ist wahr, ich ziehe mich nicht für euch so an. Eine kleine Schweigesekunde für den guten Helmut. Ah, das schmerzt, Helmut, ich weiß. Aber wisst ihr, was noch mehr schmerzt? Dass viele Männer denken, Frauen würden ihr gesamtes Leben nur nach ihnen ausrichten. Irgendwie ja schon. Ganz schön respektlos und egoistisch, ne? Ich meine mal ehrlich, what the f***? Was denken so Männer eigentlich, dass ich jeden Morgen vorm Schrank und Spiegel stehe und mir so denke, hihi, oh, was ziehe ich nur heute an? Ehrlich, eigentlich vollkommen, also, wenn man mal drüber nachdenkt, schon ein bisschen cringe, wenn man mit dieser Einstellung, Gott, das hast du jetzt aber nur für mich angezogen, oder? Damit mich möglichst viele fremde Männer im Internet f***en wollen. Denn das ist das Einzige, was mich interessiert und meinem Leben einen Sinn gibt. Junge, wie viel Lack haben so Leute eigentlich gesoffen? Ich habe mir ganz bewusst Gedanken gemacht, wie ich optisch in dem Gerichtsurteilvideo aussehen möchte. Ich wollte bewusst ein Bild schaffen, das quasi ein geschminktes Mädchen mit Schleife im Haar einem misogynen Typen verbal die Fresse poliert und Stärke zeigt. Weil halt eben genau diese Merkmale wie süße Schleifchen, rosa Farbe, Ausschnitt tragen, geschminkt sein und so weiter als typische Frauen- oder Mädchen-Klischees gelten, die viele Idioten halt eben als Schwäche, naiv, leicht ausnutzbar und so weiter interpretieren. Dazu angezogen zwar ein Rollkragenpullover, der aber ganz perfide einfach einen Ausschnitt hat. Absolute Verwirrung fürs Männergehirn. Ja, natürlich war das ganz bewusst von mir optisch so als Statement gewählt. Gerade in diesem gewonnenen Gerichtsvideoprozess, der ja absolut Stärke bewiesen hat, wollte ich mit meinem Aussehen noch mal ganz klar unterstreichen, Frauen und auch Mädchen sind nicht schwach und auch nicht zu unterdrücken und auch nicht zu unterschätzen. Und zwar egal, was sie tragen oder was für bescheuerte Klischees mit der Kleidung, der Schminke oder dem generellen Aussehen assoziiert werden. Ach ja, ich mache mir bewusst Gedanken dazu und natürlich war klar, dass irgendwelche Ottos im Internet ankommen und meinen, damit will sie uns nur geil machen. Ja, Hans Wurst, danke für die Bestätigung meiner Message, dass Frauen von misogynen Typen aufgrund ihres Äußeren nicht ernst genommen werden. Und das selbst, wenn sie 100% im Recht sind, so wie in diesem Gerichtsurteilvideo, und Stärke beweisen. Aber wenn sie ein paar Schleifen auf dem Kopf haben und was Rosanes tragen und geschminkt sind, das geht natürlich gar nicht. Ich war immer auf ApoRed Seite, aber okay, dann ist es halt so. Ich war immer auf ApoRed Seite, aber okay, dann ist es halt doch so passiert, wie du sagst. So passiert, wie du sagst, glaube ich jetzt. Aber du wolltest, dass er dich belästigt.
Was? So wie du dich anziehst, ist klar, dass du ihm damit schaden wolltest. Ich finde meine Beleidigung deswegen auch gerechtfertigt. Feministenfutze, bleib Feministenfutze. Digga, was? Das Ding ist... Oh, das Internet ist wieder am Limit. Das Ding ist, da steht einfach drinne, ich war immer auf Aporizate, aber okay, dann ist das halt doch so passiert, wie du sagst. Ich glaube dir. Und dann kommt einfach, aber du wolltest, dass er dich belästigt. Das legit steht danach. Digga, was? Aber ja, es gab einige solcher Kommentare und ganz viele DMs auch bei Instagram. Habe ich eine kleine Highlight-Stories gemacht mit so einem kleinen Vorgeschmack. Ihr könnt gerne... Dullis. Name checks out. In die Kommentare schreiben, ob ich einfach mal ein kurzes Video machen soll, wo ich mal so einen Best-of-Dumme-Dulli-Kommentare der letzten 3 Jahre sammeln soll. Gerne mal. Ja, schon, aber ich finde, das ist auch echt extrem schlecht für Mental Health. Also, unterhaltungstechnisch kann das schon sehr... sehr gut catchen, aber es ist auch echt, weiß ich nicht, Digga. In die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet, dann können wir zumindest da irgendwie noch was Lustiges draus ziehen. Es ist halt einfach, aber naja. Weil ganz ehrlich, es ist doch so egal, was ich getragen hätte in diesem Video. Solche Kommentare in der Art wären eh gekommen. Ich hätte da im Affenkostüm sitzen. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Können und Leute hätten irgendwas auszusetzen gehabt, und wenn ich bis hier oben zugeknüpft wäre und ungeschminkt, hast du nicht gesehen, dann hätten Leute geschrieben, oh, du Brüde, ja, du hättest dann auch mal richtig verdient, mal ordentlich, was weiß ich nicht. Solche Kommentare haben sowieso nur ein einziges Ziel, und zwar die Schuldumkehr. Aber was heißt das überhaupt genau? Schuldumkehr oder auch Victim Blaming beschreibt ein Vorgehen, dass eine Schuld... Das T-Shirt. Oh. Vor allen Dingen Feminismus, die radikale Ansicht, dass Frauen Menschen sind. Das ist wirklich, das ist ein sehr wildes Shirt, Alter. Schuld oder Teilschuld vom Täter des Verbrechens dem Opfer jenes zuschreibt. Das findet sich hauptsächlich, aber nicht nur, bei sexualisierter und häuslicher Gewalt, Opfern von Narzissten und Rassismus wieder. Klassische Fälle von Täter-Opfer-Umkehr bei sexualisierter Gewalt sind neben dem Klamottenthema zum Beispiel auch Nacktfotoleaks, selber schuld, wenn man solche Bilder überhaupt macht. Die Consent-Frage, hast du denn auch deutlich Nein gesagt? Oder das typische Fame-Argument, das machst du doch nur für Fame-Geld und Aufmerksamkeit. Kennen wir ja auch. In der Kriminologie spricht man bei der Täter-Opfer-Umkehr auch von sekundärer und im schlimmsten Fall tätärer Viktimisierung. Meine Güte, was ein Wort. Also dem zweiten und dritten Mal, dass man zum Opfer gemacht wird. Das erste Mal, also die primäre Viktimisierung, findet bei der Tat an sich durch den Täter statt. Das zweite Mal, die sekundäre Viktimisierung, ist dann das Victim Blaming selbst. Das kann durch das eigene Umfeld passieren, Freunde oder auch die Polizei. Vor Gericht kann es passieren oder auch durch den Täter selbst, wie man ja auch bei mir in dem Fall gesehen hat. Das dritte Mal, die tertiäre Viktimisierung, passiert dann, wenn das Opfer selbst einen Schaden nimmt und sich das eigene Selbstbild dadurch verändert. Man macht sich selbst zum Opfer, fühlt sich trotz überlegten Handelns nicht so, als hätte man Situationen im Griff, macht sich vielleicht Vorwürfe und gesteht sich im schlimmsten Fall sogar eine Teilschuld ein, obwohl diese natürlich überhaupt gar nicht existiert. Es kann sich dadurch halt so ein richtig tragischer Teufelskreis entwickeln, aus dem man nicht mehr so wirklich rauskommt, weil man sich ja in der dritten Viktimisierung selber zum Täter und Opfer gleichzeitig macht, weil man durch die zweite Viktimisierung quasi reingedrängt wurde in diese Rolle, und da wieder rauszukommen ist unfassbar viel Arbeit. Opfern von Gewalt eine Teilschuld an der Tat selbst zu geben, ist einfach immer falsch. Und es eskaliert eh. Lieber Titek, auch wenn man sich hinstellt und sagt, ich gebe den Opfern ja keine Teilschuld, aber man muss halt damit rechnen, auch dann ist das Victim Blaming. Das. Ah, Thomas ist da. Ah, oh Gott, Thomas.
direkt in die Tonne. So hatte ich in Trays Video übrigens auch schon was zu gesagt. Schaut da also unbedingt mal rein. Link in der Infobox. Dem Opfer eine Teilschuld zu geben, sei sie auch noch so klein in deinen Augen, gibt immer nur Raum für die Legitimität der Täter. Wie so eine Art Naturgesetz nach dem Motto, ja, das passiert halt, muss er aufpassen, muss man doch wissen. Aber eigentlich ist das doch so bescheuert, oder? Und machen sich Männer damit nicht sogar selbst zu Generalverdächtigen, wenn sie so argumentieren? Weil eigentlich heißt es doch immer, ja, aber nicht alle Männer. Aber gleichzeitig soll man auf der anderen Seite doch damit rechnen, dass sowas ja immer passieren kann. Bei allen Männern? Ja, was denn nun? Sind es jetzt alle Männer oder sind es nicht alle Männer? Ja, ja, genau. Also da scheitert halt die Logik. Also das ist halt... Das ist nicht zu Ende gedacht. Von solchen Leuten meistens beide Seiten der Argumentation kommt, die sich komplett widersprechen. Das macht gar keinen Sinn, Leute. Dass besonders Frauen zum Beispiel in Clubs auf ihre Drinks aufpassen, nicht gern alleine nach Hause gehen. Das ist ja alles ein antrainiertes Verhalten, was man mit zunehmender Erfahrung von sich selber und seinem Umfeld annimmt. Letztendlich, selbst wenn man sehr erfahren ist und aufpasst, kann sowas immer passieren. Und außerdem, wo zieht man denn die Grenze, wenn man jemand Unerfahrenes hat oder jemand Erfahrenes und beiden ist was passiert, ist jetzt der eine mehr oder weniger schuld? Also das ist doch bescheuert. Ich meine, wie stellt sich so ein T-Tech das vor? Soll man so eine Tierliste machen? So, ja, du bist ein S-Tier-Opfer, du bist nur ein B-Tier-Opfer, ja und du? Du bist nur ein F-Tier-Opfer. Du hättest es ja besser wissen müssen. Was ist das? Und wisst ihr, was auch keinen Sinn macht? Schminke oder Make-up für eine Belästigung verantwortlich zu machen. Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Was? Diese Frage an Frauen zu stellen, nachdem... Oh mein Gott. Sehen Sie einen sexualisierten Übergriff, egal welcher Art... Alter, das Outfit-Game in diesem Video ist aber auch wirklich strong. Es ist wirklich strong. ...erfahren haben, macht also nichts anderes, als die Verantwortung vom eigentlichen Täter wegzulenken und die betroffene Person ein zweites Mal, also sekundär, zum Opfer zu machen. Zum einen, weil sie die Tat als solches ja schon erlebt hat und dann nochmal erneut, weil sie dafür eine Mitschuld tragen soll. Egal, ob man das jetzt so meint oder nicht, das passiert halt. Und warum die Wahl der Kleidung bei dieser ganzen Debatte sowieso gar keine Rolle spielt, zeigt uns ganz gut die Wanderausstellung, was ich anhatte. Dort sieht man nämlich die Kleidung von Opfern, die sie bei Übergriffen getragen haben. Und in dieser Ausstellung sieht man ganz gut, es ist alles Mögliche an Kleidung dabei. Von Kleidern, die wie Säcke aussehen, über Pyjamas und sogar Baby- und Kinderstrampler und Buddies. Ist schon heftig. Unten in der Infobox gebe ich euch auch nochmal ein paar Links und dann schaut gerne mal, ob ihr eine solcher Ausstellungen besuchen könnt. Vielleicht auch an die Lehrer, die zuschauen, vielleicht einfach mal mit der Schulklasse einen Ausflug dahin machen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir alle zusammen anfangen, an diesen Stigmatas zu arbeiten und dass man wirklich sieht, die Klamotten sind hier nicht das Problem. Bei einer groß angelegten Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2004. Ja, 2004, das ist die letzte aktuellste Studie aus dem Ministerium. What's liebes Bundesministerium, vielleicht wird es mal Zeit für eine neue Bestandsaufnahme. Auf jeden Fall kam da ziemlich deutlich heraus, dass unter allen Befragten, die schon mal von sexualisierter Gewalt betroffen waren, die typischen Angstträume, über die immer gesprochen wird, nur einen kleinen Teil der Tatorte ausmachten. Die meisten Befragten erlebten ihre Übergriffe an einem für sie vermeintlich sicheren Ort. Zu Hause, bei einer Freundin oder einem Freund oder an der Schule, Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Wobei sogar bei diesen vertrauten Orten die eigene Wohnung fast 70% der Befragten als einen Tatort angaben. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen uns nicht darüber streiten, ob jemand in seiner eigenen Wohnung eine gewisse Kleiderordnung einhalten sollte, um sich dort von sexualisierten Übergriffen zu schützen. Konträr dazu gaben aber in einer anderen Befragung zum Sicherheitsgefühl aber 2/3 der Befragten an, sich wenig bis gar nicht sicher zu fühlen, wenn sie nachts alleine nach Hause gehen müssten. Und ich finde, da wird auch nochmal ganz deutlich, wie tiefgreifend dieses Problem in unserer eigentlich aufgeklärten Gesellschaft verankert ist. Ich meine, es gibt eine Telefonnummer für Frauen, die nach Hause gehen, damit sie da anrufen können, um das Gefühl von Sicherheit mit einer wildfremden Person über eine Hotline zu haben. Das Heimwegtelefon, das ist halt, also so weit ist das, ne? Wenn selbst unter den befragten Frauen diese Kluft zwischen den
gefühlten Angsträumen und den realen Tatorten entsteht. Ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute denken, wir hätten Sexismus und geschlechterorientierte Ungleichheit schon lange überwunden. In meinem gewonnenen Gerichtsurteil-Video, was ihr auf meinem Hauptkanal findet, hatte ich euch ja schon grob angeschnitten, wie hoch die Femizidrate in Deutschland ist. Diese Zahlen und weitere Statistiken zu Gewaltverbrechen an Frauen schauen wir uns jetzt etwas genauer nochmal an. Alle Zahlen habe ich hier aus dem offiziellen Bericht des Bundeskriminalamts zum Thema Gewalt in Partnerschaften aus 2021. Vergleicht man hier mal die Zahlen der Opfer zu denen, die im Zusammenhang mit einem Partnerschaftsdelikt stehen, merkt man leider ganz extrem, wie viel höher die Wahrscheinlichkeit ist, als Frau Opfer von Gewalt oder sexualisierter Gewalt zu werden, wenn es um den eigenen Partner, also ein eigentlich vermeintlich sicheres Umfeld geht. 2021 wurden insgesamt 813 Frauen Opfer eines Mordes oder einer vorsätzlichen Tötung. Ganze 301 davon passierten im Zusammenhang mit einer Partnerschaft. 37%. Das ist mehr als jedes dritte Verbrechen. Jede dritte Frau, die in Deutschland getötet wird, stirbt durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Also ganz ehrlich, da soll mir nochmal jemand sagen, Frauen wären das überemotionale Geschlecht oder hysterisch, hätten sich mit ihren Emotionen nicht unter Kontrolle. Ganz ehrlich, wie sehr willst du dich noch weniger unter Kontrolle haben, wenn du einen Menschen, den du liebst oder geliebt hast, umbringst. Also das ist ja die Spitze des sich emotional nicht im Griff haben. Bei den Männern hingegen sind es 1765 Opfer eines Mordes oder vorsätzliche Tötungen. Davon standen gerade einmal 68 Fälle im Zusammenhang mit einer Partnerschaft. Also nur 3,9% oder anders gesagt, jeder 25. Fall. Über diese ganzen Zahlen könnte man tatsächlich noch ein ganz eigenes Video machen. Ich schneide das Ganze hier nur etwas an, um in der gleichen Statistik auf Folgendes nochmal hinzuweisen. Von allen 16.412 bei der Polizei gemeldeten Fällen von sexualisierter Gewalt waren 15.200 der Opfer weiblich. Also 92%. Von diesen 15.200 Opfern erfuhren 3.527 diese im Zusammenhang mit partnerschaftlicher Gewalt. Das sind auch wieder unfassbare 23%. Das eigentlich Heftige daran finde ich übrigens auch, dass das hier die offiziellen Zahlen der Kriminalstatistik sind. Schaut man hier nochmal in die Befragung aus 2004, die ja eine anonyme Befragung war, gaben dort sogar 50% an, sexualisierte Gewalt schon durch den Partner oder Ex-Partner erlebt zu haben. Die Befragung ist jetzt natürlich deutlich älter als die aktuellen Zahlen. Den BKA-Bericht zur Partnerschaftsgewalt gibt es allerdings auch erst seit 2015. Es lässt sich also nicht mit abschließender Sicherheit sagen, wie hoch die Dunkelziffer wirklich ist oder ob die Zahlen vielleicht sogar rückläufig sind. Ich finde es aber auch einfach nur krass, dass es erst seit 2015 überhaupt vom BKA diese ausführliche Auswertung zur Partnerschaftsgewalt überhaupt gibt. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich hier doch einfach mal die Frage nach dem Sinn stellen, Frauen eine Mitschuld an solchen Übergriffen zu geben. Wenn ein so großer Anteil von fast einem Viertel aller Übergriffe in der eigenen Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft stattfindet, ich meine, wie präventiv soll man denn dann als Frau agieren, wenn es um Make-up, Klamotten oder sonstige Sachen geht? Das ist doch bescheuert. Was wir aber also sehen, wir haben in Deutschland ein großes Problem mit geschlechtsspezifischer sexualisierter Gewalt. Sexismus ist ein tiefgreifendes Problem. Digga, was? Unserer Gesamtgesellschaft. Hierbei ist übrigens auch zu unterscheiden, Sexismus ist nicht gleich sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung ist ein Produkt, das aus Sexismus resultiert. Wohingegen Sexismus das Thema der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität als Ganzes betrachtet und ein generelles strukturelles Problem darstellt. Sexismus fördert aber sexuelle Belästigung. Anstatt unsere Söhne richtig zu erziehen und ihnen beizubringen, wie man sich richtig zu verhalten hat, heißt es immer Protect your daughter. Also passt auf eure Töchter auf. Frauen wird ja schon als kleines Kind und später auch als Teenager beigebracht, worauf sie achten müssen. Tatsächlich habe ich das selber mal gehört von Vätern, die Mädchen oder Töchter bekommen, dass die dann halt sich vornehmen, halt unheimlich protective zu sein, um sie zu schützen. Weißt du, so in diesem, meine Tochter wird niemals einen Freund kriegen, weil ich denke dann immer, die würde niemals einen Freund kriegen, weil du Angst davor hast, dass... Ich, also,
meine Annahme ist immer so ein bisschen, entweder hast du vielleicht einen merkwürdigen Umgang in der Vergangenheit mit Frauen gehabt, sodass er jetzt davor Angst hat, dass irgendjemand in der Zukunft das mit deiner Tochter macht, das du mit anderen gemacht hast. Oder sind dir die gesellschaftlichen Probleme tatsächlich bewusst, aber dein Ansatz ist dieser Protect Your Daughter und nicht Educate Your Sons. Wie sie sich zu kleiden haben und so weiter, das alles ist Sexismus. Selbst Dinge, die ja eigentlich positiv sind, machen Sexismus sichtbar. Zum Beispiel Telefondienste für Frauen, falls sie auf dem Weg nach Hause alleine sind, Armbänder zum Testen von Getränken, Flyer an Karneval oder dem Oktoberfest mit Tipps, wie man sich als Frau weniger angreifbar macht und sich vor sexuellen Übergriffen und sonstigem schützt. Und versteht mich nicht falsch, all diese Dinge sind natürlich nicht schlecht, aber auch diese sind im Kleinen irgendwo Sexismus, weil sie die Verantwortung für die Lösung des Problems auf die eigentlichen Opfer schieben. Quasi so nach dem Motto, kümmer dich selbst drum, denn die Männer, die können sich eh nicht benehmen. Das alles sind Beispiele für Sexismus, weil die Lösung des Problems strukturell auf die schon marginalisierte Gruppe geschoben wird. Und begünstigen damit die sexuelle Übergriffigkeit, weil sie damit quasi irgendwo ja auch Ausreden für die Täter schaffen. Du hättest was anderes anziehen müssen. Du hast nicht richtig Nein gesagt. Du hättest besser aufpassen müssen, was du trinkst. Du hast zu viel getrunken und so weiter und so weiter. Dieser Sexismus kann sogar bis in die Justizebene gehen und wird auch Teil eines unserer nächsten Videos. Wir sind nämlich nächste Woche im Europaparlament in Straßburg. Dort wird aktuell nämlich über eine Legislative gesprochen, die den Schutz für Frauen vor sexualisierter Gewalt in ganz Europa stärken sollen. Dazu aber in einem der nächsten Videos mehr. Also das schärfste Gesetz in einem europäischen Land ist, glaube ich, Spanien. In Spanien wurde jetzt, glaube ich, letztes Jahr erst durchgewunken, dass sexuelle Übergriffe schon also heftig bestraft werden. Ich muss das kurz mal nachgucken, nicht, dass ich hier was vom Pferd erzähle. Spanien. Das Gesetz besagt, dass sexuelle Handlungen künftig die ausdrückliche Zustimmung aller Beteiligten brauchten. Das ist das sogenannte Vergewaltigungsgesetz. Nur Ja heißt Ja. Nur Ja heißt Ja-Gesetz. Das ist sehr, sehr, sehr wild. Und sehr, sehr hart auch. Ne? Wo habe ich denn hier den letzten Artikel dazu? Sex ohne Zustimmung ist Vergewaltigung. In anderen Mitgliedstaaten müssen Opfer nachweisen. Im Sommernacht vor 6 Jahren, ich muss kurz mal gucken. Es steht hier in dem Artikel nicht drin. Aber die haben ein sehr hartes Gesetz dazu. Ich glaube, da sind jetzt auch andere Länder, Dänemark, Norwegen hinterher. Ich höre mal weiter zu. So, wer sich jetzt vielleicht die ganze Zeit schon fragt, sie hat doch am Anfang gesagt, dass es Titten zu sehen gibt. Jetzt ist es soweit, du kleiner Sexist. Wir reden nämlich... Boah. Alter. Also immer einen Vertrag mit Zeugen aufsetzen, damit man Beweismaterial hat fürs Jahr. Schledi, du dummer Wisser. Hör mir mal zu. Ob du hier nur einen Sub hast oder nicht, ich gehe mal davon aus, du hast den Geschenk bekommen, weil ich nicht glaube, dass du in der Lage bist, den selber zu erwerben. Nein, so funktioniert das natürlich nicht. Nur Ja heißt Ja, ist im Kontext der Tatsache aber darum bemüht, eine eindeutige Bestätigung, einen Konsent einzufordern. Ja, aber man wird da ja wohl noch mal ein bisschen näher kommen dürfen. Dass du das nicht raffst, zeigt so ein bisschen das Problem an dieser Debatte. Es geht nicht darum, dass du Verträge aufsetzt oder irgendwelche Beweise sicherst oder irgendwelche Sachen. Es geht darum, sich bewusst darüber zu werden, dass es Konsent gibt, also dass es Zustimmung gibt, ne? Dass du nicht einfach irgendwen befummelst, verstehst du? Es geht darum, dass du nicht einfach irgendwen befummelst. Da musst du kein Video von machen, da musst du keinen Vertrag aufsetzen, da müssen einfach ganz klare, offene Worte gesprochen werden, damit es nicht zu einer unangenehmen Situation kommt. Denn nur Ja heißt Ja. Und dann kannst du sagen, kein Problem, cool, everyone knows. Das ist alles. That's it. Klingt nicht so kompliziert. Und ich hoffe, du schämst dich dafür, dass ich dir das erklären muss. Weil ich schäme mich nicht dafür, dass ich es dir erkläre. Ich finde es nur schade, dass ich es muss. Aber ich hoffe, du schämst dich dafür. Denn es muss mehr die Scham geben. Es muss wieder mehr Leute geben, die sich schämen. Und ich möchte, dass du dich schämst. Für so eine Frage. Oder für diese... Frage war es ja nicht. Für diesen Ausruf. Ich will, dass du dich schämst. Ne? Ich will, dass du ein komisches Gefühl dabei hast. Damit du nicht nochmal so dumme Aussagen triffst.
mich jetzt über nackte Frauenkörper. Genauer gesagt über Bodypainting. Oh, zufälligerweise bin ich Bodypainting-Artist und bin, glaube ich, in dem Punkt eine ziemlich perfekte Schnittstelle, wenn es darum geht, Frauen, nicht nur Frauen, aber meistens Frauen, ästhetisch nackt darzustellen, aber nicht aufgrund des rein sexualisierten Contents, sondern aufgrund des ästhetischen, schön anzusehenden. Denn das ist nämlich der Punkt, den viele leider nicht verstehen, dass Frauenkörper nicht reine Sexualobjekte sind, sondern einfach etwas Wunderschönes und diese auch, wenn sie nackt sind, nicht immer sexualisiert werden müssen. Aber Leute wie Helmut von ganz am Anfang des Videos haben das irgendwie noch nicht ganz so verstanden. Denn solche Grundeinstellungen und ausgesprochenen Sätze sorgen ja, wie wir in diesem Video jetzt gelernt haben, nicht nur für eine weitere Viktimisierung, sondern zeigen uns zusätzlich noch diesen internalisierten Sexismus auf. Dass Frauen ja angeblich immer sexualisiert werden wollen. Übrigens, auch hier gilt, sexualisiert werden von anderen und sich selbst sexualisieren sind zwei ganz verschiedene Dinge. Das scheinen auch viele Menschen im Internet und generell da draußen nicht so ganz begriffen zu haben. Zumal man ja da sogar noch den Bogen spannen muss, was ist denn jetzt überhaupt sexualisierend? Denn wenn ich an meine Insta-Stories denke, so von den letzten Monaten, ist die Story, die am meisten sexualisiert wurde, wo ein nackter Fuß von mir zufällig zu sehen war, als ich eine selbstdesignte Jacke gezeigt habe, so wow. Und daran sieht man ja zum Beispiel auch, dass der sexualisierte Blick einer jeden Person ganz unterschiedlich sein kann. Da könnt ihr euch gerne mal in den Male Gaze reinlesen. Das kommt aus der Filmindustrie und beschreibt quasi den männlichen Blick auf Frauen oder wie Frauen zu sein haben, was komplett unrealistisch dargestellt ist, dass Frauen nicht die Hauptrollen sind, sondern Nebencharaktere und irgendwie, ihr kennt diese Szenen, putzen in High Heels und so Sachen machen, wo man sich denkt, wird keine Frau normalerweise machen. Und es da quasi um eine Übersexualisierung der Frau geht. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal meine Kunst anschaue, da bin ich ja quasi dann der Hauptcharakter und ich lebe mich einfach komplett kreativ aus, mache mein Ding und das ist halt nicht der Male Gaze, denn ganz ehrlich, Männer interessiert das überhaupt nicht, ob ich mir hier ein gebrochenes Herz mit so kleinen... Ich finde, bei der, also je mehr ich darüber nachdenke, desto weirder ist das. Wir haben ja hier ein Problem, das übrigens plattformübergreifend ist. Gerade auch auf Twitch, da geht es um das, was sie gesagt hat, nämlich die freiwillige eigene Sexualisierung oder die bewusste Sexualisierung und auch die Öffnung dazu und die ungewollte Sexualisierung, wo sie davon gesprochen hat, dass irgendwie eins der sexualisiertesten Bilder, das sie hat, irgendein Bild ist, wo sie eine Jacke trägt und man aus Versehen ihren Fuß sieht oder so. Und ich finde das total absurd, weil in einer Gesellschaft, die so geprägt ist von leicht zugänglicher Pornografie, von so Pornografie, die halt auch zur Verfügung gestellt ist, Macht ist ein richtiges Wort, aber in einem anderen Kontext, sich an diesen unfreiwilligen Situationen irgendwie hochzuziehen, ist vollkommen weird. Es ist vollkommen weird. Das ist so, ey, Bruder, es gibt so viele Möglichkeiten, dass du im Rahmen einer offensichtlich freiwilligen Sexualisierung deinen Scheiß ausleben kannst. How the fuck schaffst du es nicht im Zaun zu halten, wenn jemand aus Versehen Fuß zeigt, weißt du? Das ist so, what the fuck is wrong with you? Was ist falsch mit dir? Was ist falsch gelaufen? Das raff ich nicht. Das raff ich einfach nicht. Und da kommen wir zu dem Punkt, an dem wir auch auf Twitch ein gigantisches Problem haben. Wir haben auf Twitch eine Reihe von Content-Kreatorinnen, die bewusst Sexualisierung für sich wünschten in einem öffentlichen Raum. Nämlich die halt, bevor die Terms of Service geändert wurden, halt noch eine extra Kamera hatten, um ihren Hintern in die Kamera zu halten und deutlich mehr zu zeigen als nur das Gesäß, sondern auch wirklich umfassende Bilder zu machen. Was ist... Wenn Leute sowas sehen und diese offensichtliche Sexualisierung ja irgendwie auch für Content genutzt wird, die gegen die Terms of Service ist wohlgemerkt, hat das automatisch Auswirkungen auf alle weiblichen Streamerinnen. Automatisch. Weil diese Leute, die sowas sehen und die sowas dargestellt wahrnehmen, gehen dann in irgendwelche anderen Streams von irgendwelchen anderen Frauen und legen diese Schablone dieser... Die letzte hat gerade Arsch gezeigt, die will das sicherlich auch und labern die voll. Einfach so, labern die einfach voll. Zeig mir dies, zeig mir das, Digga,
Was ist das Problem? Und dann kommen wir zu dem Punkt, da geht's doch nur um Macht. Weil da kann es doch nur um diesen weirden Rammstein-King von freiwillig, unfreiwillig gehen. Alles andere ist das nicht. Also ich nenne das jetzt übrigens auch bewusst Rammstein-King, weil in der Aufarbeitung zu den Rammstein-Situationen war nämlich genau das der Hebel, der diesen Lindemann, diesen Lindemann-King irgendwie beschreibt, Macht. Es ging nur um Macht. Ich raff das einfach nicht. Also ich weiß, dass es existiert, aber ich verstehe nicht, warum das existiert. Ich wünschte, es würde nicht existieren und ich bin dann so, ich raff das nicht. Ich raff es nicht. Wenn ich Xen oder Schattierungen und sonst was draufmale, das wäre ja aus kapitalistischen Gründen oder oh, ich will Männer geil machen Gründen absolut dummes Geschäft, was ich fahren würde mit meiner Bodypainting-Kunst. Weil manchmal male ich mich 16 Stunden lang an, von oben bis unten, habe einfach eine mega geile Zeit, weil ich es liebe. Kunst ist einfach wie Therapie für mich. Love it. Das macht gar keinen Sinn, denn irgendwelche Boys wollen sowieso nur meine Titten sehen. Also kurz gesagt, bediene ich sogar eher ein Female Gaze, wenn ich mich so schminke oder fertig mache. Und das sage ich jetzt aus einer privilegierten Künstlersituation, denn bei mir kann man relativ schnell sehen, dass ich diesen ganzen Kreativkram mache, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und allein daran finde ich es schon so unfassbar peinlich und dumm, dass bei mir haufenweise Kommentare sind mit, warum schminkt die sich so? Sieht nie aus. Ja, Bro, weil es mein Job ist, ich verdiene mittlerweile mein Geld. Ich meine, würde ich was anderes machen, so würde ich trotzdem so aussehen, weil ich es einfach liebe und Bock drauf habe. Es ist halt einfach ein super Privileg, dass ich jetzt davon leben kann. Aber es war halt ursprünglich nicht die Intention. Und viele andere Frauen kriegen das ja täglich trotzdem gesagt. So, wenn das bei mir schon da steht, dann überlegt euch mal, wie das bei anderen Frauen ist, die sich vielleicht auch stark schminken oder auch nicht schminken. Das ist ja auch das Ding. Schminkst du dich zu wenig, heißt es, du bist prüde. Schminkst du dich zu viel, willst du nur Männer aufreißen? Es ist sowieso egal. Es wird immer was gefunden, wenn man was finden will. Ich meine, einfach mal ein kleines Beispiel von mir selber. Schauen wir uns mal dieses Skelett-Painting an, wo ich mich selber oben ohne als Skelett geschminkt habe. Wenn ich mir das angucke, denke ich mir, boah, geile Kunst und habe da so gar nicht in irgendeiner Weise den sexualisierenden Faktor im Kopf. Dann wiederum gibt es aber Paintings, wo ich mich selber super sexy finde. Zum Beispiel dieses Ouija Board Painting, was ihr im Gerichtsurteil-Video schon gesehen hattet. Das ist eins der Videos, die ihr auf YouTube nur bis zum Dekolleté geschminkt seht. Aber bei Patreon mache ich das manchmal so, wenn ich Bock habe und die Kreativität mich überkommt, male ich mich einfach vom Körper noch weiter an. Und das Painting gucke ich mir zum Beispiel an und denke mir, damn, das sieht gut aus. Aber das ist ja auch voll in Ordnung, dass man sich selber auch sexy findet und ein bisschen sexualisiert. Und trotzdem, wenn man das auch als außenstehende Person dann so wahrnimmt, dass das sexy... Marco hat jetzt seinen Screen verschwommen gemacht. Nee. Bodypainting ist auf Twitch vollkommen legitim. Bodypainting ist show more bodypaint auf Twitch. Dargestellt sein soll, muss man vielleicht da einfach mal seine eigene Art und Weise überdenken, wie man das zum Ausdruck bringt oder ob man das überhaupt zum Ausdruck bringen muss. Denn... ich bin Bi und stehe auch auf Frauen. Trotzdem würde ich halt nie auf die Idee kommen, einer Frau irgendwie so übergriffig sexualisierende Dinge zu schreiben. Und ich habe auch super viele Freundinnen, die lesbisch sind oder auch Bi, also dementsprechend ebenfalls auch auf Frauen stehen. Und trotzdem benehmen die sich nicht so. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Statistiken wieder, die wir uns vorhin angeguckt haben, dass so ein Verhalten meistens von Männern ausgeht und sich gegen Frauen richtet und dass das einfach ein strukturelles Problem ist, was wir angehen müssen. Fakt ist also, es macht keinen Unterschied, was du als Opfer in einer Situation getan hättest oder in einer fiktiven Realität Alpha-Mail? hättest tun können. Diese Übergriffe passieren. Jeden Tag, immer und willkürlich. Vor allem auch im vertrauten und vermeintlich sicheren Umfeld. Was also können wir alle gemeinsam tun, um Victim Blaming zu vermeiden und die Kette... Naja, nicht Victim Blamen. ...Kette der säkulären und tertiären Viktimisierung zu durchbrechen. Hört Betroffenen und Opfern zu. Wie ich auch schon in meinem Video im Dezember gesagt habe, ist niemand in der Öffentlichkeit dazu verpflichtet, sich wertend zu irgendwelchen Geschehnissen zu äußern. Und erst recht nicht, wenn es bei diesen Geschehnissen um sexualisierte oder häusliche Gewalt geht. Mitgefühl zu zeigen und dem potenziellen Opfer zu sagen,
hey, ich nehme dich ernst, ich höre dir zu, ist weder wertend dem Täter noch dem Opfer gegenüber, sondern es ist einfach nur menschlich und empathisch und vor allem auch unfassbar wichtig. Zudem müssen wir als Gesellschaft anfangen anzuerkennen, dass die Lösung dieser im Sexismus liegenden Probleme nicht nur von den Personen aus den Opfergruppen gelöst werden können und sollten. Vor allem, weil es sowieso schon für betroffene Personen unfassbar anstrengend ist, über das Betroffene zu reden. Diesen dann zusätzlich auch noch die Bürde aufzuerlegen, die Probleme selbst zu lösen, ist einfach irgendwie paradox, oder? Anstatt als Mann direkt die Abwehrhaltung zu fahren mit dem aber nicht ich, ich bin ja nicht so, sollten wir hin zu einem nicht mehr mit mir, ich schaue nicht weg. Denn auch Männer spielen im Feminismus eine unfassbar wichtige Rolle. Sich als Mann seiner Verantwortung bewusst zu werden, bedeutet nicht, dass du vorher das Problem warst, aber du warst eben auch keine Lösung. Männer müssen sich ihrer Verantwortung anderen Männern gegenüber viel bewusster machen. Zum Beispiel Catcalling ansprechen, sexistische Verhaltensmuster ihrer Freunde hinterfragen und auch ansprechen. Denn all das führt am Ende zu einer positiven Veränderung und kann und muss vor allem auch Teil dieser Lösung sein. Und übrigens, nur als kleiner Einschub am Ende, damit es nicht wieder heißt, ah, Carina, diese Feministen, wieder nur Männer zum Haten. Keine Sorge, liebe Männer, ich verspreche euch, wir werden uns auf diesem Kanal hier auch noch mit Problemen und Thematiken beschäftigen, die vor allem strukturell nur Männer betreffen, denn, oh Gott, da gibt es auch so viel. Ich meine, allein die Suizidrate, die dreimal höher ist bei Männern als die bei den Frauen. Ey, Depression und sonstige Sachen, das ist ein Riesenunterfangen, also keine Sorge, liebe Männer, ihr werdet hier auch nicht zu kurz kommen, ich verspreche es euch. Ich denke aber, dass ihr schon versteht, dass gerade wegen dieser ganzen MeToo-Up-Red-Thematik da jetzt gerade der Fokus ist und wir auch nächste Woche im Europaparlament sind und da es vor allem auch um Frauenrechte geht. Auch deswegen ist das jetzt gerade einfach die Phase, aber keine Sorge, es wird auch noch ein Plätzchen für euch geben hier, wo ihr euch vor allem gesehen und gehört fühlt, auch als Männer. Also vielen lieben Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt beim Video und vor allem, dass ihr bis zum Schluss hier dabei wart. Und ihr kennt den ganzen Spaß. Gerne ein Like und Kommentar für den Algorithmus. Abonniert gerne den Kanal hier. Folgt einem auf Instagram, auf Twitch. Wie gesagt, ihr kennt ja den ganzen Kram. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Ich bin sehr baff, dass dieser Kanal so schnell so gut ankam. Das freut mich sehr und hoffe, ihr bleibt demnächst auch weiterhin dabei. Und damit sagen Sie. Das war jetzt also tatsächlich weniger schwieriges Video, mehr einen Mehrwert. Also natürlich ein schwieriges Thema, aber ich konnte am Ende sehr viel herausnehmen nochmal. Elem und ich, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich vor allen Dingen auf die neuen Mikrofone. Ich kann das schon nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn Carina redet, habe ich so einen Rauschhall-Effekt. Einfach weil Tom die ganze Zeit versucht, das richtig wegzuschneiden. Und ich weiß, dass es bald besser wird. Ich hoffe, dass es mit dem nächsten... Also wirklich, es ist so... Ich habe die ganze Zeit im Hintergrund, denkst du, halbe Todesser redet mit mir. Also... Schönes Video. Gut, dass wir das gesehen haben, dass wir das nochmal ein bisschen verbreiten konnten.